Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum zweiten Teil mit den Zecken. Wir gehen heute Zecken sammeln, um dann ein bisschen damit zu experimentieren. Also, bleibt dran! So, wir sind jetzt hier am ersten Spot. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein paar Weibchen finden. Und dann fahren wir nachher nochmal zu einem anderen Spot, um da auch nochmal welche zu suchen. Dass man sich schützen kann, indem man die Socken über die Hose trägt und helle Kleidung, ich denke, das brauche ich keiner erklären. Denn hier soll es darum gehen, zu gucken, funktioniert das mit dem Mittel, was ich euch gleich noch vorstellen werde. Leute, unsere Zecken haben wir, also geht's ab zum Experimentieren. Das ist die gesamte Ausbeute, mit der wir jetzt ein bisschen experimentieren wollen auf dem Tuch. Zum Test für die Abschreckung werde ich dieses Insektenspray nutzen. Das enthält Permethrin. Permethrin ist ein Nervengift, was auf Insekten als Fraß- und Kontaktgift wirkt. Damit werde ich jetzt dieses Testtuch einsprühen, um zu gucken, ob die Zecken, wenn ich sie draufsetze, haften bleiben oder abfallen. Ich habe das jetzt genauso eingesprüht, wie ich meine Klamotten damit imprägniere. Und ja, dann lass uns mal testen. So, der erste fängt an zu krabbeln. Den setzen wir auch direkt mal auf das Tuch ohne Gift. Und gucken, wie er sich verhält. Während der mit Gift gleich ins Straucheln kommen dürfte. Als Langzeittest werde ich jetzt die Zecken in diesen Wasserröhrchen, das ist ganz normales Leitungswasser, drin lassen für, wie man sieht, einen Tag, eine Woche und zwei Wochen und mal gucken, ob danach noch Leben existiert. Das gleiche werde ich mit diesen Zecken machen, die ich dann ins Gefrierfach packe.
Also die aus dem Wasser, die hat sich erholt, die krabbelt weiter. Hier mal eine Zwischenbilanz von Tag 4. Die Zecken sitzen die ganze Zeit, wie man sehen kann, wirklich im Wasser drin, also wirklich mittendrin. Ich verstehe noch nicht ganz, warum die nicht einfach hochkrabbeln, da wo Luft ist. Da sitzen die ganze Zeit am Röhrchen im Wasser. Ja, und sie leben alle noch. Bewegt die sich gerade? Ja. Ja, cool. Jetzt kann man sehen, dass sie sich gerade so ein bisschen bewegt hat. Ja, und dann werden wir mal gucken, wenn die 2 Wochen rum sind, was sie dann sagen. Ich werde mich zwischendrin immer mal wieder melden. Ja, und wie man sieht, selbst nach einer Woche komplett im Wasser, krabbeln sie weiter. Tag 10. Sie läuft. 14 Tage sind rum, schauen wir mal, was sie sagt. Sie lebt und sie bewegt sich. Ich würde sagen, es ist Zeit mal für Ultranahaufnahmen, um sich mal eine Zecke richtig nah anzugucken. Dazu verwende ich so eine Spezialkamera, die das Ganze alles ein bisschen extrem vergrößert. Mal ganz schön erkennen, den eigentlichen Stechapparat und die seitlich verlaufenden Schneidwerkzeuge. Also der Stechapparat war ja das Hypostom, was ich im Video 1 erklärt hatte, und die Chilizeen. Was für ein Wort. Kann man nochmal sehen, wie so ein Stechapparat aussieht, dass der eigentlich nur aus so Widerhaken besteht. Und diese kleinen Schneidhäkchen, die dann seitlich dran vorbeigehen und die Haut aufschneiden. Der Bereich, der hier zu sehen ist, was so dunkel gefleckt ist im braunen Bereich, das sind die Gedärme von der Zecke. Das Schwarz hier vorne ist das Schild, also ihre Panzerung. Dann können wir hier hinten diese Kreise sehen. Das sind die Atmungsöffnungen, womit sie 8 bis 10 Mal am Tag atmet. Mein Fazit zum Test: Das Mittel hat sich bewährt. Ich werde es auch weiterhin verwenden, um meine Sachen damit zu imprägnieren, um mich vor Zecken zu schützen. Ihr kriegt es auf jeden Fall bei Amazon. Ansonsten müsst ihr gucken, wo es bei euch in der Region vertrieben wird. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann unbedingt ein Like da lassen, kostenloses Abo, und jetzt wünsche ich viel Spaß mit den Outtakes. Hätte die jetzt nicht mal was spannend machen können? Laufen oder so? Nee, bleibt sie genau da stehen in dem Moment. So, wir sind jetzt hier am Spot. Jetzt wollen wir mal gucken. Schon wieder M. Mehr Wind. Wir brauchen mehr Wind. Das Tuch muss so in der Luft ziehen. Ist doch eine richtig dumme Stelle hier. Und wer hat quasi dieses eine Tuch hier einsprüht? Mann, quasi. Warum ist denn das Ding schief?